Hi Leute, heute geht's mal ums Thema Sport, Bewegung und wie wichtig das einfach ist, dass man sich jeden Tag bewegt. Wir haben total falsche Vorstellungen heutzutage von Sport, von Bewegung. Sehr negativ belastete Gedankenmuster über Sport. Jeder normale Mensch, für den ist ja erstmal so, boah, jetzt habe ich mal wieder zu viel Fett drauf, jetzt muss ich mal wieder Sport machen oder so. Das ist die total falsche Motivation, denke ich. Ich glaube einfach, dass Bewegung, das ist das Natürlichste auf der Welt. Jedes Kind drückt sich in Bewegung aus und hat einfach Spaß an Bewegung und sich auch körperlich auszudrücken. Wir haben es einfach nur so abtrainiert bekommen, dass man sich nicht mehr mit seiner Körperhaltung und Gestik und Mimik so verhalten darf, dass man sich damit ausdrückt, so. Dann wird den Kindern beigebracht, ach, jetzt still sein, wenn du dich freust. Normal, jedes Kind springt auf, wenn es sich freut. Das ist eine ganz normale, natürliche Bewegung. Und deswegen werden bewusst ja solche Muster verwendet, auch beim Bund zum Beispiel. Hier schön im Gleichschritt laufen, Haltung annehmen und so weiter. Dadurch wirkt sich das Ganze auch auf dein Bewusstsein aus. Es ist eine Art Gehirnwäsche beim Bund durch die Körperhaltung und so weiter. Und allgemein in der Bevölkerung wird den Kindern immer gesagt, stell dich so hin, stell dich gerade hin, stell dich was weiß ich wie hin. Und das hat alles Einfluss auch aufs Bewusstsein wiederum. Und Bewegung ist, denke ich, einfach so wichtig und ist einfach natürlich. Und ja, Galina Shatalova zum Beispiel, das ist eine russische Ärztin gewesen, die hat eben auch viel mit Rohkost gemacht und einfach mit wenig Essen. Auch sehr interessantes Buch. Kann ich auch jedem einfach nur weiterempfehlen. Und ich sagte eben auch, wenn man sich bewegt, es sollten einfach natürliche, harmonische, gleichförmige Bewegungen sein und die dir Freude bereiten. Und deine Einstellung zu der Bewegung, die ist ja sowas von wichtig. Also man hat zum Beispiel auch, was hat man für Studien nochmal gemacht? Ich weiß nicht mehr mit welchem. Man hat eben ausprobiert, wenn jemand einfach laufen möchte und es macht, wie sich das auf den Serotoninspiegel auswirkt und auf das Glück. Und wenn du dich wirklich bewegst aus Freude und so weiter, dann steigt es einfach. Aber wenn du, ja, warte mal, wie hatten sie denn das getestet? Das war, glaube ich, mit Mäusen. Ja, muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall hatten sie eben festgestellt, dass wenn die Einstellung nicht dazu stimmt, zu der Bewegung, was du machst, dass du dann davon nicht glücklich wirst, dass sich das Gehirn nicht gut ausbildet dabei. Und wenn du dich aber so bewegst, wie es dir Spaß macht, was dich erfüllt, dass dein Gehirn dann auch besser arbeitet. Und ja, das ist es, denke ich, so. Und wenn man sich dann eben bewegt, dann sollte man auch darauf achten, dass man einfach ein Gleichgewicht in die ganzen verschiedenen Arten von Bewegung reinbringt. Dass man sich mal ein bisschen schnell bewegt, ein bisschen auf Ausdauer mal ab und an was macht und dann aber auch mal ein bisschen Dehnen und Stretchen reinbringt. Dadurch kann man halt auch viele körperlichen Blockaden, die einfach irgendwo in den Gelenken oder was gespeichert sind, das kommt nicht raus, wenn man sich nicht bewegt. Und man muss sich auch mal wirklich bewusst machen, wie wenig wir uns noch bewegen. Damals, früher hat jeder ein Handwerk gemacht, der gearbeitet hat. Der hat sich den ganzen Tag bewegt. Der war 8 Stunden, 10 Stunden am Tag hat er sich bewegt. Heutzutage die meisten Jobs sind irgendwelche Jobs, wo man vor dem Schreibtisch hockt, wo man irgendwo drin ist, wo man auf dem Stuhl hockt, sich nicht bewegt. Und normalerweise ist, denke ich, völlig normal, sich mehrere Stunden am Tag zumindest zu bewegen. Und ich denke auch, dass du eben Energie durch die Bewegung bekommst. Kinder sind auch noch viel entspannter beim Gehen, beim Bewegen. Und ja, einfach sich wirklich raussuchen, was einem Spaß macht und das dann jeden Morgen machen oder so. Und dann bewegt man sich auch gerne. Was weiß ich, mach am Morgen deine Lieblingsmusik an und tanze im Zimmer. Völlig wurscht, so schaut dir keiner zu. Mach irgendwas, was dir Spaß macht. Das ist die Hauptsache. Und jeden Tag. Gewöhn dir an, einfach das Auto weiter wegzuparken von der Arbeit. Das sind so leichte Sachen immer. Und das sind wirklich alles nur Gewohnheiten.
sobald man sich das mal 2-3 Wochen angewöhnt hat, weiter weg zu parken oder die Treppe zu nehmen statt dem Aufzug und sowas, dann fällt einem, dann automatisiert sich das eben einfach und dann fällt es einem auch nicht mehr schwer. Es sind halt mal 2-3 Wochen, wo man mal einen sauren Apfel beißen muss, wo man sich mal eine neue Angewohnheit machen muss, aber dann ist es einfach automatisch drin, so, ja, die meisten Vorgänge, die ein Mensch macht, sind einfach automatisiert und ja, passieren gar nicht mehr mit einem Bewusstsein. Es ist einfach nur noch Gewohnheit und sobald man sich mal umgewöhnt hat, ist es gar nicht schwer, mal jeden Tag sich zu bewegen, wenn man das einfach integriert in den Alltag. Und durch die Bewegung löst man eben einfach auch Blockaden im Körper, wie gesagt, und dann können auch die ganzen Gifte mal rauskommen. Ich denke einfach, wenn du dich nicht bewegst, man sieht es ja bei vielen Rohköstlern oder so, die machen seit 5 Jahren, seit 10 Jahren Rohkost. Wenn die alten Gifte noch im Körper gespeichert sind und der sich nie viel bewegt hat und nicht viel Sport gemacht hat, dann der kann 20 Jahre Rohkost machen. Wenn sich das nicht irgendwie löst aus dem Gewebe, aus den Gelenken, dann ja, Sport ist einfach so wichtig. Und man sollte wieder lernen, eine gesunde Beziehung zum Sport aufzubauen, das machen, was einem Spaß macht und sich einfach aus Freude bewegen. Ja, das ist, denke ich, ganz wichtig. Macht's gut, Leute. Ciao.